3 Schläge waren notwendig. Dann floss der Gerstensaft auf der Hallberger Wiesen. Schön hat Bürgermeister Josef Niedermeyer den Wechsel in das Fass getrieben. Kein Spritzer ging daneben. Noch schöner ist eigentlich nur Julia, die als neues Wiesenmädel die zahlreichen Gäste im Festzelt begrüßen durfte. Der größte Dank geht aber an unsere Vereine, an die Vorstände mit ihren Fahnenanordnungen in der großen Zahl. Ich denke, das, was man da herin sieht, das macht Heuberg Moos aus. Das sind unsere Vereine, auf die können wir uns verlassen. Und das finde ich wunderbar. Herzlich willkommen und schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir jetzt zum Rotzapfen kommen vom ersten Fassler, haben wir natürlich obligatorisch wieder unser Wiesenmädel. In dem Jahr haben wir Premiere, beziehungsweise das 10. Mal. Für das möchte ich auf die Bühne bitten, den Initiator und Organisator, den Heiko Schmidt vom Moskurier und das letztjährige Wiesenmädel, die Anna Pflügler. Ich möchte mich auch noch ganz herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Ich habe letztes Jahr wirklich eine super schöne und unvergessliche Zeit gehabt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dieses Jahr mit allen anderen Wiesenmädel zusammen nochmal eingeladen worden bin zum Jubiläum. Das wird bestimmt ein super lustiger Abend halt und insgesamt wahrscheinlich auch wieder ein ganz toller Heuberger Wiesen. Julia, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, genieß jeden Moment und lass krachen. Vielen Dank. Anna, du kriegst natürlich noch ein paar Blumen. Vielen Dank für die Zeit, dass du das gemacht hast. Ja, servus miteinander, ich bin die Julia und ich bin das diesjährige Wiesenmädel und ich freue mich auch sehr auf die nächsten Tage. Ich sehe schon 3 Leute müssen das Fassel halten. Ich kann nicht nur groß passen, sondern Spielzeug.